Heute probiere ich das German Red von Steam Brew. Herzlich willkommen zum Knallspielkanal. Heute gibt es das letzte verbleibende Bier von Steam Brew. In dem Video, das gestern rauskam, habe ich noch gesagt, dass ich das German Red nicht bekommen habe und dafür aber das Summer Ale. Und dann war ich aber gestern einkaufen. Also das Video habe ich nicht gestern gedreht, sondern es kam gestern raus. Gestern war ich einkaufen und da war es dann noch an einem Lidl da. Deswegen kann ich das German Red jetzt direkt zeitnah noch nachschieben. Ja, das Ganze habe ich schon oft erklärt. Es geht hier um eine Reihe, die von der Eichbaum Brauerei in Mannheim unter dem Namen Steam Brew für den Lidl-Discounter gebraut wird. Und für das Marketing machen sie halt diese Story mit dieser Prohibitionsgeschichte. Ein paar Steampunk-Leute drauf. Und das hier ist die Fremde. Bei der Fremde ist wohl der Vater abhandengekommen im Rahmen der Prohibition. Und der hat aber damals das Rezept erstellt nach den Haaren der rothaarigen Fremden. Ja, das ist ein Bockbier mit 16,5 Grad Plato, 7,9 Volumenprozent Alkohol, 23 IBU Bitterness-Einheiten. Ja, ist für Entenbrust und würzigen Gorgonzola. Hier ist wohl intensiv gedörrtes Braumalz drin und das bringt unter anderem auch diese interessante rötliche Farbe. Ich habe in meiner Community, wer Mitglied werden möchte, unten ist der Link dazu, also in unserer Community, ich meine in der Community, die sich hier über den Kanal gefunden hat und über andere Quellen schon vorher, Link ist unten, da gibt es schon zwei drin, die das Bier überhaupt nicht mochten. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, also wenn das Video überhaupt online ist, dann, kleiner Spoiler, kann es mir nicht ganz so schlecht geschmeckt haben, denn ich rezensiere keine Biere, die mir nicht geschmeckt haben. Dann sind das Videos, die dann gelöscht werden, weil ich das für mich so entschieden habe, dass ich nur Biere hier vorstelle, die mir wenigstens halbwegs schmecken. Ja. Glas. Öffnen. Los geht's. Irgendwo kommt mal Hundehaare her. Ja. Eine schöne rötliche Farbe. Es ist komplett klar. Ein schöner, ganz leicht beiger Schaum. Sehr, sehr fein. Riech mal. Ja. Kommt als erstes so eine Malzfruchtigkeit, aber das ist wahrscheinlich jetzt einfach von der roten Farbe. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind rote Früchte in der Nase. Wahrscheinlich ist es Blödsinn. Aber schon eine eher dunkle Fruchtigkeit zu spüren. Also nichts Zitroniges diesmal. Was zusammen mit der Malzigkeit so ein bisschen leicht schwer wirkt, aber nicht unangenehm. Ja, rötlich ist es. Ich muss sagen, ich hatte es rötlicher erwartet, aber durchaus ein rötliches Bier. Ja, ich würde sagen, Prost. Bin gespannt. Also das Video wird hochgeladen, auf jeden Fall. Ich find's nicht schlecht, definitiv nicht. Also, diese Malzigkeit kommt auch im Geschmack. Ich bilde mir auch da die dunklen Früchte ein. Wahrscheinlich ist das wirklich durch die Farbe, durch die ganze rote Geschichte hier, also mit den roten Haaren der roten Dose, gehört da oben hin, die Dose, so ein bisschen suggeriert, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen rötliche Früchte. Gibt mir so eine Erdbeere rein, aber das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen übertrieben. Also es sind einfach dunkle Früchte, es ist nichts Helles so dabei, finde ich, und die Malzigkeit ist dabei. Probier nochmal.
aber einer von den beiden, die das Bier nicht mochten, sagte schon, dass er keine roten Biere mag. Er mag lieber rothaarige Frauen als rote Biere. Ja, die Frau auf dem Bild ist rothaarig. Also ist es da schon mal schlechte Karten gewesen für dieses Bier, überhaupt bei ihm zu bestehen. Ich mag rötliche Biere, habe selbst schon was Rötliches gebraut. Von daher glaube ich, dass das Bier bei mir einfach mehr Chancen hatte. Es ist mit den 7,9 Volumenprozent Alkohol schon ordentlich dabei. Das merkt man jetzt so nicht, aber man merkt schon, dass es nicht ganz, ganz schwach ist. Ich finde es nicht schlecht. Tut mir leid, Jungs. Also, wie hat es geschmeckt? Und wie schmeckt's? Ja, damit ist die Reihe jetzt erstmal beendet. Ne? Steam Brew. 7 Biere waren es jetzt sogar. Ich fand sie alle irgendwo soweit gut. Man kann sie auf jeden Fall holen. Ich hatte mal einen Preis falsch gesagt, habe heute mal geguckt. Es waren 75 Cent für die Dose. Also 1 Euro mit dem Dosenpfand. Und da kann man echt nicht mäkeln, auf jeden Fall. Die Biere waren alle super trinkbar. Das Marketing ist witzig. Man kann sich auf der Internetseite noch ein paar Sachen angucken. Es sind Food-Pairing-Tipps drauf. Eigentlich ist es nur mehr. Das ist vollkommen okay, finde ich. Also, was haltet ihr von Steam Brew? Ja, kennt ihr was von Eichbaum? An originalen Bieren von Eichbaum? Also nicht im Namen Steam Brew. Könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Dann muss ich die auch probieren. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, lasst mir ein Abo da und Prost. Bis bald.